Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag von Greg Mannarino zum absehbaren Rekordhoch beim Silberpreis. Der 56-jährige US-amerikanische Börsenmakler Gregory Mannarino glaubt, dass der Silberpreis in den kommenden Jahren neue Höhen erreichen wird und dass Aktien- und Anleihenmarkt zusammenbrechen werden. Sie werden auf den heutigen Silberpreis zurückblicken und fragen, was ist da eigentlich passiert? Schauen Sie sich an, was momentan mit allen vier Edelmetallen passiert und berechnen Sie mit ein, dass physisches Silber der am wenigsten verteilte Vermögenswert auf der Welt ist. Wir wissen natürlich, was auf dem Metallmarkt vor sich geht. Es ist kein Geheimnis. Jeder, den ich kenne, weiß, was er tut, sei es ein Wall Street Banker oder ein Bäcker. Egal, jeder kennt sich in seiner Branche ziemlich gut aus. Wäre das nicht der Fall, würde er die Finger davon lassen. Wir Investoren wissen, dass JP Morgan den Metallmarkt und den Derivatenmarkt manipuliert. Sie machen das schon seit Jahren und sie werden nicht aufhören damit. Selbst wenn sie erneut bei der Manipulation erwischt werden, macht das für JP Morgan keinen Unterschied. Sie werden weitermachen. Und private Investoren mit etwas Grips können davon profitieren. Aber bevor ich noch einmal auf Silber Investments zurückkomme, muss ich etwas ausholen und die Zyklen bei Aktien und Anleihen unter die Lupe nehmen. Dann werden Sie besser verstehen, warum Edelmetalle wie Silber derzeit eine gute Wahl sind. Ich sage jedem, dass man jetzt am Markt investieren will. Die Verwerfungen, besonders bei Aktien, sind jenseits der nach oben offenen Richterskala. Das bietet eine Menge Möglichkeiten, aber auch krass hohe Risiken. Wer etwas Geld flüssig hat, kann ja durchaus ein bisschen pokern. Die Edelmetalle machen da nicht so recht mit. Sie steigen auch, ja, aber nicht so rasant. Sie fallen dafür auch nicht so extrem. Und was mich angeht, können sich die Preise bei Gold oder Silber auf den Kopf stellen oder eben nicht. Es ist mir egal. Ich verkaufe meine Metalle weder kurz- noch mittelfristig. Für einen wie mich, der schon eine lange Zeit dabei ist, der schon die Blasen hat platzen sehen und Preiserholungen miterlebte, kommt ein impulsiver Verkauf von Edelmetallen nicht in Frage. Ich denke nicht einmal darüber nach, wann ich verkaufe. Meiner Meinung nach sollte man jetzt in den Derivatenmarkt einsteigen. Warum? Sie wetten gegen die Schulden. Sie werden erkennen, dass diese verdrehte Blase in den Schulden wiederum eine Blase im Aktienmarkt verursacht hat. Und das knallt mit Sicherheit bald. Der Crash wird von einer großen Gruppe von Vermögenden ausgelöst, die ihre Werte aus einem Investmentvehikel abziehen und in ein anderes Vehikel reinstecken. So funktioniert das immer. Der Anleihenmarkt ist hierbei die treibende Kraft. Das ist Handel mit Schulden. Die Blase bei den Staatsanleihen wird noch um einiges größer werden, wenn die Zinssätze steigen. Es wird absichtlich ein Risikoumfeld geschaffen. Denn die US-Notenbank weiß, dass die Leute ihr vieles künstlich von der Fed erzeugtes Bargeld in Anleihen und Aktien stecken. Die Blase wurde so immer größer. Die Fed ist sich dessen sehr wohl bewusst. Deshalb hat sie mit dem Quantitative Easing nie aufgehört. Sie kauft immer noch Vermögenswerte in historischen Mengen, was sich auf dem Schuldenmarkt widerspiegelt. Aber das wird sich nun bald umkehren. Wir werden sehen, dass die Zinssätze der Notenbank ab einem bestimmten Punkt schnell ansteigen. Ich fasse diesmal in Zahlen zusammen, die Sie im Auge behalten sollten. Ich unterteile dabei in Phasen. 50 bis 100 ist eine Phase mit geringem Risiko. Momentan sind wir etwa bei 100. Die nächste Phase bis 200 bedeutet moderates Risiko. Über 200 ist das ein hohes Risiko und über 300 ein extremes Risiko. Risiko 300 halten Ihre Nerven nicht lange durch, es sei denn, Sie sind nicht angewiesen auf Ihr investiertes Geld. Es ist aber gar nicht so einfach zu bestimmen, wann genau wir in Phase 200 oder 300 rutschen. Man muss da so einiges mit berücksichtigen. Wir müssen uns den Preis für Rohöl ansehen, der ein massiver Treiber vieler Märkte ist. Wir müssen uns auch die aktuelle weltwirtschaftliche Situation ansehen. Was tun die Zentralbanken in den wichtigsten Ökonomien? Ebenfalls extrem wichtig ist eine möglichst realistische Einschätzung des Wertes des US-Dollars. Glaubt der Rest der Welt noch an den Dollar oder verlieren die Gläubiger das Vertrauen? Das sind eine Menge zusätzlicher Faktoren. Ich habe sie mal zusammengefasst in meinem Market Risk Indicator, MRI. Wie viel Auf und Ab verträgt Ihr Nervenkostüm? Für den durchschnittlichen Investor sind 25% sicherlich eine akzeptable Zahl.
Genauso ist es beim Portfolio. Privatinvestoren haben nicht selten 3 oder 4 Standbeine. Sie pumpen also ca. 25% ihres Geldes in eine Investmentklasse. Ich kenne nur ein paar wenige Leute, die 100% ihres Budgets in Aktien investieren. Ich kenne auch nur sehr, sehr wenige, die alles auf Edelmetalle gesetzt haben. Aber diejenigen, die es machen, bleiben unter dem Risikowert 100. Zurück zum Silber. Schauen Sie sich mal die historische Entwicklung zwischen Dow Jones und Gold an. Danach vergleichen Sie es mal mit der Entwicklung. Dann werden Sie erkennen, warum ich der Meinung bin, dass Silber noch viel Luft nach oben hat. Manchmal schreiben mir Leute, dass sie in Edelmetalle investiert haben, weil Gold und Silber Gottes Geld ist. Ich teile diese Ansicht nicht, aber ich bin aus eben genanntem Grund gern in dieser Anlageklasse unterwegs. Und ich diversifiziere mein Portfolio. Ich bin bei Immobilien am Start, ich sammle Kunst, besitze einen Oldtimer, investiere in Kryptowährungen. Wenn der Anlagemarkt zusammenbricht, bin ich auf jeden Fall gut vorbereitet. Nehmen wir an, jemand will mir eine meiner alten Gitarren abkaufen und dieser Käufer kann nur mit Silber bezahlen. Das akzeptiere ich sofort. Legen Sie mal jeden Monat ein paar Dollar für Silberinvestments beiseite. Ich prophezeie Ihnen, dass Silber in den kommenden Jahren neue Rekordstände erreichen wird. Sie blicken dann auf den heutigen Silberpreis zurück und sagen, was ist da eigentlich passiert? Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche Sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können Sie sich ausrechnen, welche Gefahr das für Ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung, und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.